Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell und Hauser Gastro. Das härteste Kochduell der Schweiz. Zwei Jungköche treten im Beef Club gegeneinander an. Mit drei vorgeschriebenen Zutaten, welche Sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen Sie in nur einer Stunde ein Menü kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bell-Fleischfachmann Philipp End. Die Punkterichter Andrin Willi, Chefredaktor des Marmit Magazine, Foodstylistin Diana Kraus und Starkoch Jackie Donuts beobachten jeden Schritt der beiden Kandidaten. Freund ist sich in diesem Duell niemand. Aus dem tiefen Untergrund von Zürich Oerlikon begrüßen wir Sie zum ersten Beef Club Beef Fight. In jeder Folge treten zwei Jungköche gegeneinander an. Zum Start dieser Staffel schicken wir gerade zwei Schwergewichte in den Ring. Begrüßen Sie mit mir in der blauen Ecke von Bern, der Rock Greisler. Mein Name ist Rock Greisler. Ich bin 34 Jahre alt. Ich war noch Punktekoch und mein Motto ist frisch, frech und Freestyle. Sein Herausforderer ist 39 und ebenfalls aus Bern. Lass den Boden beben für den Adrian Fuhrer. Ich bin der Adrian Fuhrer, bin 39, komme von Interlaken. Mein Motto ist heute am Arsch oder alles am Arsch. Beide sind aufgewärmt und ready für den grossen Kampf. Bevor wir aber loslegen, zeigen wir euch noch die drei Pflichtzutaten. Bergamot. Enoki-Pilz. Und für unsere dritte Zutat holen wir unseren Fleischfachmann, Philipp End. Hallo zusammen. Unser heutiges Stück Fleisch ist eine ganze Kalbsschulter. Das Fleisch hat eine schöne rosa Farbe. Das ist ganz ein wichtiges Zeichen dafür, dass sich das Kalb gesund und artgerecht ernähren kann. So eine Kalbschulter besteht aus fettarmen und kompakten Brotenstücken, aus dem Haxen und Teile für Voressen. So, ich denke, heute könnt ihr aus dem Vollen schöpfen. Viel Erfolg! Das ist eine rechte Knacklos, muss ich sagen, wenn du hier so ein ganzes Gerät vor dir liegt, um auseinandernehmen. Euer Kampf dauert genau eine Stunde. Kämpfe mit harten Bandagen, aber kämpfe fair. Fight! Als ich das Fleisch gesehen habe, dachte ich, scheiße, geil. Ich wollte es einfach runtersagen. Ich hatte keine andere Chance. Der hält sich den ganzen zusammen. Man muss mit den Waffen kämpfen, die man hat. Und das, was einem vorgelegt wird, aus dem muss man etwas machen. Und das ist eben das, ist das Geile. Ist echt Publikum da? Ich höre so nicht. Es hat schon gekocht, und ich bin noch irgendwie im Schneiden und im Füllen und Machen. Und ja. Das heutige Duell gewinne ich, weil ich rocke, bringe es anders daher, mache andere Sachen. Irgendeiner wird mir am Schluss Fan aufhalten. Das ist es halt so. Jo, jetzt mache ich gerade so ein bisschen kurzes Antipasti. Noch keine Gewürze dran. Jetzt habe ich grobes Meersalz genommen, dort ein bisschen Eiweiß drin. Schöne Platten unten dran hergestellt, weil ich den Blumenkohl in der Salzkruste machen will. Für wirklich richtig Power drin zu geben, habe ich ein bisschen Kardamom und rosa Pfeffer unten dran, die dem Ganzen noch ein bisschen Power verleihen. Und ich denke, es kommt richtig gut. Vorspeise habe ich gedacht, ich könnte so ein Weisswiesöppli machen. Ein fruchtiger Touch, noch ein bisschen Töpfe.
das Weisse vom Lauch, die Flügelfondbasis, Rahm, eben Weisswein, so ein Drittel, Drittel, Drittel. Jetzt habe ich verschiedene Nüsse genommen, die ich dahinter gefunden habe. Ich habe die schnell Olivenöl angeröstet, mit Puderzucker, dass sie schön karamellisieren. Die werde ich dann nachher mit den Pilzen zusammen und einem Pelperknollen so als Pendant zum Salat nehmen. Das ist die Idee, die ich im Moment habe. Ich habe es dann auch schon schaumiger hergebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das Ergebnis war nicht so schlimm. Ich liebe Flammen, ich liebe Flambieren. Außer bei mir ist hat, glaube ich, der ganze Herd brennt am Schluss. Ich hoffe, dass die Jury extrem gefallen wird an dem, was ich mache. Weil es etwas anders daherkommt, moderner daherkommt, aber sehr urban, würde ich mal sagen. Den Gläser schnell Rauch hineinlassen. Ich finde, das ist hammermäßig, das ist cool, cooler Effekt. Und die Leute sind auf Effekten aus, das ist ganz klar, oder? Go hard or go home. Die grössten Gemüsesalat. Ziegenkäse unten dran. Hier karamellisierte Pilze, Pelperknollen, eine Okitake-Pilze und das Ganze ein bisschen mit einem Buchenrauch. Was ist das Gemüsesalat? Gemüse, Spinatblätter, Kresse. Ja, ist okay. Guten. Der Salat vom Rock war interessant, der Geschmack, der Rauch, aber es hat recht neu geschmeckt. Weinschaumsüppli mit ein bisschen Spur Äpfel drin. Also ein bisschen frisch und ein bisschen peppig für den Sommer. Adrian Fuhrer war total im Scheiß. Plötzlich aus dem Nichts mit einer Suppe. Und so hat sie angeschmeckt. Jetzt bin ich wieder heim, oder? Ja, recht so. Jetzt schlage ich hier Sabayon auf. Ich merke, mein Fleisch ist etwas knapp. Und ich jetzt das Dessert auch vorziehen. Guten, ich habe noch nichts zu essen. Hallo. Dann schmilzt es hier leicht davon. Hey, 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 hey! Salzkruste gibt es zwei Arten. Du kannst es nur mit Wasser machen. Oder ich habe es jetzt mit Eiweiß gemacht, was mir die Sicherheit gegeben hat, weil ich den Ofen nicht so gut gekannt habe. Dass es schnell nach 5 Minuten kompakt fest geworden ist. Und dass ich den Effekt einfach auch habe, dass es wirklich schön auseinanderbricht.
Ich habe ein bisschen halbes Hack, sicher zu wenig Zeit zum Schmoren. Also noch ganz fein auftrangiert im Schü. Schnell die Soße noch ein bisschen kurz ziehen können, Walnussöl drüber. Die geschmorten Herdöpfel wirklich komplett einfach auf Salbe, dass sie richtig viel Power haben. Eins rausnehmen, beim Blumenkohl ein bisschen aufpassen mit dem Salz oben drüber. Das ist noch ein bisschen schwierig. Rausnehmen, probieren. Guten Mittag. Blumenkohl und Kardamom in diesem Salz drin. Genial. Also das ist das Erste, was ich zu Hause nachmachen werde. Salz! 5, 4, 3, 2, 1, Tschüss, genau auf die Minute habe ich 3 Gänge draussen. Also 3 Gänge so draussen, wie ich sie draussen habe. Bis auf die Anrichtung, wo man noch etwas mehr rausholen könnte. Aber ich bin grundsätzlich zufrieden. Ein Kalbsinvoltini, wo die Gnocchi-Pilze drin sind. Dann ein kurzes Antipasti von Zucchetti, konvierte Tomätli und ein Urchigspüree von Sellerie und Herdöpfel. Feine Schü, taff, fertig. Im Glas habe ich Bergamotte eingesetzt, ein bisschen mit Saft, ein Sabayon aufgeschlagen mit Madeira, es sind noch ein bisschen Zitrusfrüchte drin, einen guten. Die Leistung konnte ich abrufen, die ich wollte, und bin mit dem zufrieden und kann dahinter stehen. Deine Suppe ist wie aus dem Nichts auftaucht. Plötzlich war sie da. Simpel, gut. Im Sabayon hast du sehr viel Säure drin. Also es ist sehr säurebetont, um es mal nett zu sagen. Rock, Blumenkohl und Kardamom, wirklich eine Offenbarung. Habe ich genial gefunden. Aber trotzdem, einfach alles in den Ofen schieben und dann ein Stündchen zusammenhängen. Alles in den Ofen schieben, geil anrichten, schicken. Hey, kannst du zwischendrin noch was trinken gehen? Alles super. Finde ich geil. Es war simpel, es war puristisch, es war aber total toll angerichtet. Und es hat alles wirklich super geschmeckt. Danke. Und Adrian, Präsentation war schön gemacht. Klassisch, jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich. Ist okay, super. Dessert hätte ich jetzt nicht gebraucht. Adrian. Ich muss sagen, es war alles sehr gut gewesen, aber gewisse Bauer mir gefällt. Und bei dir, mein lieber Freund Rock, du hast Mut gehabt, eine Sage in die Hand zu nehmen. Ich finde, die Idee ist hervorragend, wie du das gemacht hast und es umgesetzt hast. Aber jetzt kommt das Timing. Das Timing hat ein bisschen Jury, der Moment ist gekommen. Ich brauche eure Entscheidung. Das ist der Mira. Und der Gewinner vom heutigen Beef Club Beef Fight ist der Rock! Ja, hohe Freude, wirklich gewonnen. Ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es nicht erwartet. Es ist cool, geil. Die Show hat extrem viel Spass gemacht. Es ist cool hier gesehen, das Publikum. Es ist richtig, richtig geil. Ich freue mich. Baby, oh baby. Mach mit beim Beef Club Wettbewerb und gewinne einen Beef-Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken und am Ende der Staffel eine der beiden patentierten Outdoor-Führkuchis von Hauser Gastro. Was heißt Beef übersetzt? A. Rindfleisch, B. Schweinefleisch. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 920, eine E-Mail an beefclub@sat1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 509. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bell und Hauser Gastro.